TTIP und CETA, diese Abkommen sind keine Freihandelsabkommen. Es sind Konzernschutzabkommen. Es sind Abkommen, die die Demokratie untergraben, die soziale und ökologische Rechte in Frage stellen werden und die vor allem den großen Unternehmen, internationalen, multinationalen Unternehmen, erheblich mehr Rechte geben werden, die Politik noch mehr zu beeinflussen, als sie es ohnehin schon tun. Und deswegen müssen diese Abkommen verhindert werden. Am 17. September wird es in vielen deutschen Städten, unter anderem in Köln, Berlin, große Demonstrationen geben. Kommt mit zu diesen Demonstrationen. Wir müssen der Politik zeigen, der herrschenden Politik, dass diese Abkommen nicht gewollt sind, dass eine Mehrheit der Menschen klar dagegen ist und dass damit auch der SPD deutlich gemacht wird, dass der Eierkurs von Herrn Gabriel, zwar TTIP abzulehnen, aber CETA durchzuwinken, überhaupt kein Erfolgsrezept ist. Deswegen kommt am 17. September zu den großen Demonstrationen gegen TTIP und CETA.